So, Poislo rum. Der alte Mann ist wieder da. So. Krokofantne. Wo ist der Dschungel? Ja. Der Sumpf. Dort ist er geradeaus. Okay. Alter, 1, 2, 3, 4, 5 Quests und eine Baby-Gazelle schon wieder. Und hier noch mehr Gazellen. Darko, du warst im falschen Biom. Am besten fand ich, oder am besten finde ich, dass du gerade gesagt hast, 5 Quests und noch eine Baby-Gazelle. Echt? Naja, die Gazellen waren ja eine Quest, wenn man es so nimmt. Ja klar, aber hä? Bist du gerade bei meinen Villagern unten? Ich? Ja. Nö, ich bin weg. Du hast doch gerade was von Villagern gesagt. Hä? Ja, du hast gerade was von Villagern gesagt. Nee. Soll ich einen Clip erstellen? Kannst du ruhig machen. Ich habe definitiv nichts von Villagern gesagt. Warum hast du jetzt gelebt? Damit ich den Clip erstellen kann. Es ist Nacht. Machst du das jetzt ernsthaft? Ja. Ich habe halt echt nichts von Villagern gesagt. Müsste hier vorne sein. Das sollte man jetzt auch noch im Hintergrund. So. Krokofantne. Wo ist der Dschungel? Ja. Der Sumpf. Dort ist er geradeaus. Okay. Krokofantne. So, wo ist der Dschungel? Ja. Der Sumpf. Dort ist er gerade aus. Ich bin gemutet. Alter, eins, zwei. Da haben wir's. Da haben wir es doch. Einen Titel hinzufügen. Clip wird veröffentlicht. Link kopieren. Wo ist der Darko? Da ist er. Ich kann gerade nicht schauen wegen der Nacht. Lass dir Zeit. Aber nur, dass du siehst, du hast wirklich Villager gesagt. Jetzt habe ich OBS. Da ist OBS. Naja, ich höre mir jetzt gleich mal an, was ich da gesagt habe und vielleicht hast du es dann mit dem falschen Schlag. Nee, du sagst wirklich Villager. Ja, genauso wie du Quests sagst dann wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ich gehe jetzt noch die 4 Krokofanten erlegen. Ich will eine Krokodiltasche haben. Ist ja immer noch Nacht! Ja. Ich dachte, du hättest in der Zeit mal gepennt. Wie denn, wenn ich unten selbst unterwegs bin? Ja, Bett mitnehmen. Von mir verlangst du ein Bett mitnehmen, aber selber. Ey, Darko. Ja? Die nächsten Gazellen. 6 Stück. Das ist doch immer so. Und? Oh, geil. Und dann die nächsten. Okay, jetzt wo die Quest abgegeben ist, kommen sie alle. Oh, nee, du bist nicht das Vieh, was ich suche. Kusch dich. Ey, tausende Gazellen, aber keine einzige mistige Fliege hier. Ernsthaft? Ach, tausend Mobs, aber kein einziges scheiß Krokodil. So, oh, ich bin jetzt auf dem Weg in den Sumpf, wo ich gestern ein paar Handtaschen gefunden habe. Und der ist aktuell 2300 Blöcke weg. Also bin ich jetzt.
Ja, ich sag ja, 3000 Blöcke ist der weit weg. Und erstmal hoch aufs Dach. Ich habe kein Essen mehr. Doch, 12 Brot. Und die Waschbären kannst du ganz einfach anlocken, wenn du Brot in der Offhand hast. Hab ich schon mal gesagt, ja. Die stehen halt so sehr auf das Zeug. Nee, lasst mich mal in Ruhe, bitte. So. Oh, das ist immer... Warte mal, das ist das Lavendel. Hä, bin ich jetzt so falsch? Moment. Jetzt. Das wäre dann Kacke. Okay, ich beschwere dich. Wo bist du, du Blechsviech? Willst du mal lachen? Im Sumpf. Ja, ich bin in dem Sumpf. Dann in einem falschen. Nein, in einem richtigen. Vor allem, es gibt hier wirklich zwei Arten von Sümpfen. Habe ich gestern auch herausgefunden. Hey, für mich ist Sumpf Sumpf. Es gibt wirklich zwei unterschiedliche Sumpfarten hier. Und wie unterscheiden die sich? Durch die Pflanzen vor allem. Sumpf habe ich erstmal ein paar von diesen Roots mitgenommen. Ein Weltwunder. Eine tote Fliege. Noch eine Fliege. Ah. Noch kein Krokodil. Ganz ehrlich, wenn wir in Ark wären, da wären nur Krokodile im Sumpf. Nur. Ja, aber auch nicht immer die eine Sorte, die du suchst. Das sind halt auch unterschiedliche immer. Ja, mein Hasskrokodil, dessen Namen ich immer noch nicht kann, will ich auch nicht können. Das Flummi-Krokodil, das sich von jedem Tier runterholt. Ja. Das Flummi-Krokodil. Ich musste mich ja genau bei einem Spawnplatz von diesen Dingern niederlassen. Das hat mir so viele Nerven und... Alle Ach, hier auf Crystal Island. Ja, das hat mir so viele Nerven gekostet. Aber Ark könnte man halt tatsächlich auch mal wieder zocken. Okay. Nur, wer mietet den Server? mein eigentlicher Plan steht ja immer noch, dass wir auf den Offen-Server mal gehen. Da musst du ihn haben, wo kaum Spieler sind. Die meisten offiziellen sind alle randvoll. Das, wenn da ein neuer Spieler kommt, das hat Problem, hatte ich ja schon auf der PS4. Es leckt wie Sau und die Spawnpunkte sind alle zugebaut, dass du da gar nicht mehr rauskommst. Nee, das hatte ich ehrlich gesagt noch nie. Ich hatte eher das Problem, dass ich freundliche Gegner hatte, die... Naja, schön immer abwarten, bis ich was hatte und dann mal kurz vorbeikommen mit der Armada. Ja, ja, das ist auf jedem Server so. Aber... Du müsstest halt wirklich einen Office-Server haben, wo... kaum Spieler sind, beziehungsweise einer, der erst jetzt neu veröffentlicht wurde von hier. Von Ark. Dann kannst du guter Dinge sein, dass du da noch die Möglichkeit hast, aus dir was zu machen. Weil ich hatte es. Jede Woche gradet werden, scheiße. Na gut, so heißt es nicht. Ich hatte es irgendwann halt dann mit einer pragmatischen Lösung dafür aus. Okay, hier war Ike. Dafür ausgedacht. Und zwar, dass ich meine Hauptbase sozusagen offensichtlich gebaut habe und dann im Waldstück daneben so ein einmal ein Block, kann man das eigentlich sagen, das sind ja diese Meter Quadrate immer, eine Base mit Kisten, wo ich einfach alles Wertvolle drin gelagert hatte. Hätte man voll einfach raiden können, aber... Die Foundations. Ja, die Foundations. Plus halt Wand an jeder Seite. Hätte man voll einfach lösen können, aber Quatsch,
leichter raiden können als eine offensichtliche Metallbase. Aber es hat immer nur die Metallbase erwischt. Mein Zeug ist sicher. Vor allem, wenn du so weit bist, dass du Narkosepfeile machen kannst, könntest du ja dir schon instant einen Rex holen oder mehrere tatsächlich. Und die hochleveln, musst du ja nicht mal auf den reiten. Du kannst die mit Pfeifen dazu bringen, dass die Mobs angreifen. Die leveln dadurch ja trotzdem. Und dann hast du auf jeden Fall, wenn die auf neutral bzw. auf aggressiv stehen, schon mal zwei Tiere, die selbst deine Anfangsbase schützen. Ja, klar. Aber was du da an normalen Narkosepfeilen reinballerst, ist nicht mehr normal. Also, ich habe das ja auch damals alleine als Anfänger gespielt, also das schafft man halt nicht. War das auf Crystal Island, wo ich den Bronto? Ja, es war ein Bronto. Gefühlt, also auf Crystal Island allemal. Nee, das war nicht Crystal Island, das war, wo Sissy und ihre Mutter dabei waren. Welche? Oh, das war die Map davor. Die Vanilla. Nee, das... Ah, ja, diese normale, dachte ich. Ja, wo auch diese neuen Raptorentierchen, die Flügel haben, dabei waren. Da habe ich ja ganz alleine, da war ich ja mit wem war ich denn da? Mit Roboter und Kindergartenfreund und so war ich da in einem Team. Da war ich, glaube ich, nicht dabei, oder? Warst du da dabei? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, ich glaube nicht, dass du dabei warst, nee. Naja, auf jeden Fall war ich da mit Roboter und Kindergartenfreund in einem Team. Und der Server war ja 24/7 an. Und ich hatte frühest nichts zu tun. Ich bin auf den Server gegangen. Ich habe ein Bronto erlegt. Also getamed. Ja. Zum Glück tue ich ja die Tame-Rate immer runterdrehen. Du, ich hätte dort eine Woche sonst gebraucht. Aber man kann, wie man sieht, alles alleine machen. Das ist nicht so schwer. Klar, selbst ein Giganotas ist abfuckend zu tamen, aber man könnte ihn theoretisch alleine tamen, klar. Aber ja. Ich rede ja von einem Office-Server, wo halt dann auch immer mal wieder gerne andere Spieler vorbeikommen und so weiter. Da bräuchte man halt schon immer einen, der wenigstens bei einem Tier rumsteht in der Nähe. Wohingegen ich ab und an mal halt wieder Bären pflücken musste oder sonst irgendwas, um wieder was herzustellen. Na, beim Giga wird's alleine ein bisschen schwer, du musst den einbauen. Außer du hast wirklich einen guten Punkt, wo du so weit oben bist, dass er dich nicht erwischt. Ich hätte jetzt einfach mich auf eine Klippe gestellt und hat runtergeballert. Ja, wenn der Rage-Mode ist, rennt der auch weg. Der rennt dann umher und tötet alles, was nicht nietennagelfest ist. Und wenn du Pech hast, rennt er so weit weg, dass du den dann gar nicht mehr treffen tust. Aber ich hab's noch nie geschafft, so einen Steingolem zu tamen. Hatten wir bei irgendeinem Projekt mal zusammen versucht. Das ist kläglich in die Hose gegangen. Ballerst ja auch ordentlich an Kanonenkugeln rein. Erstmal musst du halt überhaupt so eine Kanone haben. Das und man muss schnell genug sein, das Tierchen einzufangen. Krokodil! Angriff! Ich habe jetzt voll Bock wieder auf den Akku. Ja, ich auch. Beim letzten ist ja dann mein Rechner Schrott gegangen. Au! Lässt du mich los? Guck mal! Sumpf, das kann keinem erzählen. Also kein Sumpf, wo noch was ist. Es leckt gerade, kann das sein? Ich kann das hier nicht schlagen. Ja, es leckt ein bisschen. Oh, jetzt hat es mich gleich ins Wasser gezogen. Ey, jetzt stirb doch mal, geht doch. Schon wieder Eier gekriegt. Die ich nicht einsammeln kann. Wow. Müsste vor allem erstmal wieder arg installieren. Ich auch. Dauert ja bei mir wieder 100 Jahre. Hast du schon wieder zwei Kroko-Eier bekommen? Das gibt es doch nicht. Wo
Und ich habe genau hier die zwei Arten von Sumpf, den hellen und den dunklen. Ja, aber arg, ja. Könnte man tatsächlich so... Würdest du das einfach mal wieder installieren und schauen, ob es da einen leeren Office-Server gibt, der dir auch gefällt? Du wirst keinen Lernen finden, das glaube ich nicht. Der hängt halt, glaube ich, stark von der Map ab. Es gibt ja manche... Hallo? Ja, es leckt gerade. Ich bin gerade am Aufdecken nebenbei. Ja, manche Maps, die beliebter sind, und manche nicht. Ja, die Riesen-Maps, die sind am beliebtesten eigentlich. Ich muss mal kurz bei meinem Sohn aufs Handy gucken. Seit heute Vormittag steht da M20-Einrichtung noch im Gange. Ich verstehe das nicht bei dem Handy. M20-Einrichtung? Oh, warte mal. Starten. Suche nach Updates. Das war... Genau, Suche nach Updates. Dies kann einige Minuten dauern. Updates werden installiert. Ich habe das Handy heute Vormittag 7 Uhr rum ausgepackt, angeschalten, weil ich das ja einrichten will, dass das zu Weihnachten nutzen kann. Das stand bis nachmittags die ganze Zeit da. Updates werden installiert. So ein altes gekauft, dass da so viele Updates kamen? Ich weiß nicht, ob das alt ist. Aber das steht jetzt halt wieder die ganze Zeit da. Updates werden installiert. Mal gucken. Steht hier irgendwas von dem Jahr drauf? Das müsste eigentlich eins der neueren sein, weil das Android 10 Go Edition hat. Hat halt schon Gesichtserkennung. Waterdrop Screen. Mehr steht hier nicht drauf. Keine Ahnung. Ah, jetzt. Daten importiert von... Ah, na, schau mal eine an. Jetzt geht's auf einmal. Altes Phänomen. Ich muss nur da in der Nähe sein. alte Display-Sperre von dem Handy. War das? Warte mal, das alte Handy kann ich gar nicht anmachen. Wiederherstellen. Okay, brauche ich nicht das alte Handy dazu, gut. Na, da hat er alle seine Apps und Spiele wieder und da ist er happy. Hier, Mangroven, die gibt's in dem einen Sumpf. Es gibt halt den normalen Sumpf mit den, Weinbäumen, wo die Weins dran sind. Und dann gibt es noch einen Sumpf, da kommt Mangroven-Roots aus dem Boden und da wachsen halt Oakleaves drauf. Okay. Das Wasser ist nicht so lila wie im Sumpf, sondern ist so ein bisschen grünlich. Ja, ist das tropische halt dann. Und da findet man eigentlich am meisten immer Krokofanten. Hey, ich habe Krokofant! Jetzt erst. Ja, jetzt erst. Ich habe schon 2 getötet. Hab immer noch 1 im Ei drin, im Pokéball. Ich könnte eigentlich auch meins killen, das müsste auch gewertet werden. Tatsächlich. Ich sag mal so, ich könnte deine killen auf jeden Fall. Ich könnte meins killen. Das würde gewertet. Ich müsste meins. Klar, es ist ja nur Krokodil, es ist ja, wird ja nicht gesagt, getamte oder wilde. Aber wenn du mein Krokodil tötest, Akku. Was kommt jetzt? So schnell bist du gar nicht in deiner Base, wie die Löcher hat. Krokofan! Hast du schon mal die Munition craften? Ich habe noch 7 Rocket Launcher Munition. Ah, jetzt hat mich das Vieh wieder gefangen. Wenigstens weiß ich, dass es hier Krokodile gibt. Aber die ganze Sucherei nicht ganz umsonst. Und tot. Und drop technisch.
Gels. Kein Ei, dann war es ein Männel. Jo. Ein Männchen ohne Eier. Noch zwei Krokodile muss ich klatschen. Und du? Noch vier. Was? Warum musst du noch vier Krokodile killen? Weil ich gerade eben eins gefunden habe. Ich habe schon 60% davon. Ich brauche bloß noch zwei. Oh, scheiße. Bin am Arsch. Oh, das wusste ich gar nicht. Was? Wenn du in der Maul bist, kannst du ja easy peasy entkommen. Na das, du kannst ja aber auch die ganze Zeit schlagen. Ich habe aber gerade das Problem. Zwei auf einmal machen doch Damage, Ike. Ich denke ein Krokodil, warum hast du jetzt auf einmal zwei? Ich habe gerade zwei weitere. Und die nerven gerade ziemlich. Na dann. Ich würde dir aber empfehlen, trotzdem entweder eins mitzunehmen oder die ein Ei auszubrüten. Ich habe ja noch Eier. Wäre ja auch schlimm, wenn ich. Krokodil-Eier, die anderen habe ich auch schon. Du wusstest gleich, was gemeint ist. Ja, weil du musst ja noch gucken, die eine Quest sagt ja irgendwie so eine Schnappschildkröte im Maul von einem Krokodil. Da muss man erstmal die Schildkröten finden. Die Eier gibt's doch als Loot bei den zwei Quests. Da gibt's vier Eier von den Schnappis. Ich hab extra mitgedacht, Darko. Ich habe außerdem gerade noch ein Krokodil gefunden. So, jetzt waren auch nur noch zwei. Wow, Seasonwechsel. Ah, dieser Mangrovensumpf, der sieht so geil aus. Ich habe irgendwie einen Jackpot gefunden. Ich habe wieder zwei Krokodile. Okay. Das ist ein voll riesen Sumpf gerade, wo ich bin. Wir sind aber nicht beim gleichen, oder? Meiner ist auch etwas groß. Ich bin bei 3900 ungefähr. Ich kann gerade nicht schauen, wo ich bin. Ich bin nicht weit weg, sagen wir so. Du brauchst nur rechts oben in die Ecke gucken. Warte mal, wenn ich bin bei 1500 und 800. Das war mein allererster Sumpf, den ich entdeckt habe tatsächlich dann. Hallo, ich würde gern essen. 1500, 800. Minus 800. Ach, das ist ja in die komplett andere Richtung hier. Ja, warte mal, das ist nach oben. Ich hink da unten ja. Blaze Farm halt weiter. Ja, und davor ist aber auch die ganze Zeit ein Sumpf gewesen und da habe ich gefarmt die erste Zeit lang. Genau, da hatte ich meine ersten Krokodile oder mein allererstes Krokodil gefunden gehabt. Hinter der Blaze Farm habe ich nur Schneegebiet aufgedeckt tatsächlich. Ah, ein Krokodil habe ich wieder, hat ein Ei gedroppt, perfekt. Ja, zur Not, ich kann dir mit Eiern aushelfen, ich habe da auch noch ein paar. Und das andere Krokodil haut gerade ab. Was ist mit dir denn falsch? Ach, das ist Clay, lol, der sah gerade voll pink aus. Quest completed. Ja, wenigstens mal Quests, die ich erstellt habe, die du machst. Wow. Peace. Die anderen Quests willst du ja irgendwie nicht machen, hast du gesagt. Willst du aber auch nicht erstellen. Trotzdem sollte man die eventuell mal machen. Ist nicht schlimm. Oh, ich bin auch so zufrieden. Oh, du Jemini. Oh, mir tut alles weh. Fliegen, fliegen, fliegen. Ich brauche. Was ist das? Oh. Ach, Darko. Es gibt ein Item. Sei froh, das hast du jetzt auch aus der Quest bekommen. Wenn man das herstellen müsste, das müsstest du in den Void schmeißen. Habe ich gestern herausgefunden. Und
Okay. Also nicht Item, hier so eine Art Kristall. Und dann musst du, also da kriegst du halt dann das dunkle Metall raus. Wenn du das helle Metall raus haben willst, musst du es in die Sonne schmeißen. Habe ich gestern versucht, meine zwei sind despawned. Boah. Ich weiß nie, wie man das handelt, dass das die Sonnenenergie aufnimmt und dann zum anderen Ding wird. Oh je, keine Ahnung. Ich auch nie. Ich hab's dann sein gelassen. So, das ist alles Mobblut. Das kommt der rein. Du kommst auch als Deko-Ticket rein. Ah, Waschbären ohne Ende. Jetzt kann ich mir erstmal den Glitch-Krieg anschauen. Was? Glitch-Krieg? Witch-Clip. Ach so. Villager steht da, die Witch. Hey, ich hab auch nichts mit Witch gesagt. Ich hab nur Twitch-Clip gesagt. Ich hab Witch-Clip verstanden. Ja gut, jetzt muss ich mir nochmal anhören. Ich mir richtig krass. Ja. Da hinten ist ein Bümmelklatscher. Na komm. Hey. Sag mal. Willst du mich verarschen? Also, ich musste zustimmen, das klingt sehr nach Villagern. Sag ich doch. In der Situation habe ich Pillager gesagt, weil ich jemanden gesehen habe, der mich daran erinnert. So ein Mob. Ach so. Welche Situation du meinst. Die Fliege hat überlebt! Was ein Arsch. hat der Krokodil jetzt nichts? Der hat nichts gedroppt. Kann doch nicht wahr sein. Ich hasse diesen Matsch, dass du da so lahmarschig drauf bist. hier. Ich bin mal gespannt, ob das wert ist. Tut mir leid, Schnappi. Ich muss das für testen. Du bist ein Testobjekt. Hat gewertet, hab Schnappi gekillt. So. Die erledigt, die erledigt. Nice. So, wie viele Krokofanteneier habe ich? 5 Stück insgesamt. Aua. Du sitzt auf meinem Motorrad. Hallo. Du sitzt auf meinem Motorrad. Du verbrauchst mein Benzin. Dir ist klar, wenn du nur drauf sitzt, verbraucht das auch Sprit. Bei mir ist der nicht mal an, Ike. Der war die ganze Zeit an. Der ist nicht an. Ich kann darauf nichts machen. Du hast dich draufgesetzt und der Motor ging an, deswegen habe ich dich abgeschossen. Ging bei mir nicht. Echt nicht. Der geht auch automatisch an, der Motor. Ja klar, aber ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht fahren. Ich hatte auch nicht mal den Motorsound. Ne, ich hab's ja mit Keys gelockt. Aber man hört's bei mir wirklich. Das war an. Du kannst es mit einem Key locken. Oh, Peace. Wusstest du das noch nicht? Nein, ich würde das auch nicht machen. Aus diesem Grund, was gerade eben passiert ist, mache ich das schon. Ich habe 7 Krokoeier. Das war die Schnappschildkröte. Das war das Cappuccino-Äffchen, genau.
Das kommt da mit rein. Ich will diese Waffe jetzt testen. Was ist das Koko-Ei eigentlich? Also, mein letztes hat über eine Stunde gebraucht zum Schlüpfen. Genau. Ich glaube, du musst auch so lange warten. Das war aber nicht meine Frage. Meine Frage war, ob ich da in der Nähe beibleiben muss. Natürlich. Hä? Hast du auf mit dem komischen Gate darum zu spielen? Warte mal, ich habe gerade eine Fackel gesetzt. Das ist ein Bauobjekt, Bilder. Der kopiert Items und setzt sie neu. Ja, wenn man sie im Inventar hat. Achso, die sind nicht unendlich. Nee. Hallo? Möchtest du hier jetzt gefälligst wieder aus? Warte mal. Und das ist so die einfache Variante, die ich uns da gegeben habe. Ich weiß nicht mal, wie das funktioniert. Links- und Rechtsklick. Tatsächlich. Ja, mache ich, aber da kann ich keinen. Ich will jetzt beispielsweise Kabel select. Ah, habe ich. Ja, das siehst du dann unten. Und dann brauche ich das einfach im Inventar haben. Ja. Und dann mit normal Rechtsklick setze den. Der ist eigentlich recht nice zum Bauen. Der ist vor allem unendlich. Ja, der hat keine Haltbarkeit, ne? Jetzt habe ich den Drecks Cobblestone von dir mitgenommen. Ich habe selber mehr als genug. Deforester, den will ich jetzt mal testen. Arschloch. Setzt er mir einen Block im Weg? Leider hat das keine unendliche Reichweite. Hä? Es ist eine Axt, eine ganz normale. Die halt schnell abbaut. Wow, Mining Speed 16. Ist flott. Mach das mal wieder weg. Da muss das rein. Ist auch nicht viel besser. Perfectly mirrors block placement around config planets. Kann man damit eigentlich. Oh! Man kann damit hier Menschen und Tiere einsperren. Was ist denn da jetzt? Ah! Das ist ein Baustab für den Riesen. Da muss man die ganze Wände auf einmal bauen. Was kommt jetzt? Ich hab da noch ein bisschen was aus dem Nether gefarmt für dich. Nein. Ich möchte nichts. Du möchtest es, okay? Ich möchte nichts, habe ich gesagt. Sperr mal bitte die Lausche auf. Ich hab das schon verstanden, dass du möchtest, dass ich das baue. Was ich vorhab. Oh Gott, das wird ein Spaß werden. So, Fauna-Quest. Wie viel Fliegen? 14 Fliegen muss ich noch killen. Encounter in Alligator Snapping Turtle. Was heißt das jetzt genau auf Deutsch? Das übersetze ich mir jetzt mal. Encounter in Alligator. Einem Alligator begegnen. Snapping Turtle. Begegne einer Alligator-Schnappschildkröte. Ach so. Ei hinsetzen und fertig. Ist ja easy peasy.
nutze ich ein Ei und die anderen hebe ich auf. Habe ich noch Name Tags? Natürlich hat der Ei keine mehr. Ernsthaft. Eins. Okay. Da weiß ich doch, für was meine XP draufgehen. Hi ho. Au! 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 Ist ja lebensgefährlich. Aber Quest complete. Get the snapping turtles cute. Die greift mein Krokodil an. Die heißt doch auch. Die heißt ja auch Alligators. Snapping, also Alligator angreift Turtle. Wie viel Leben hat die bitte schön? Normale 36. Ja, und die hat kein Dings gedroppt. Keine Scale, wie ich sie brauche. Okay. Hab ja noch 3 Eier. Hast du mir dafür ein... Was hab ich? Ich hab nichts gemacht bei dir jetzt. Der Teufel, was ist das denn für ein hässliches Ding? Was denn? Komm her. Da kannst du nichts. Ja, doch, das haben wir einfach vergessen damals. Aber das sehe ich jetzt erst. Was? Das war durch deine Bauaktion. Ach so! Das sehe ich jetzt erst. Ich dachte, das hättest du schon längst weggemacht. Ach, scheiße. Ja, passiert. Nein, das habe ich noch nicht weggebracht. Die hat auch keine Scale gedroppt, oder Skewed, oder wie man das nennt. Die hat ein fucking Minusherz gedroppt. Okay, ich glaube, die Quest wird nix. Wie lautet die Quest dann? Du sollst von denen so ein Ding irgendwie bekommen. So eine Scale, diese Drop, ne? Get a snapping turtle is cute. Ich habe 4 gekillt, keine bekommen. Dafür ein fucking Minusherz wieder. Wovon ich auch schon wieder 18 Stück hab. Äffchen, wo hab ich die Bananen? Die hab ich im Backpack. Hast du so einen Affen noch nicht gezähmt? So ein Cappuccino-Affen? Nö. Jetzt hab ich ihn getamed. Und den zweiten auch. Und der eine blubbert sogar. Da war die Quest. Gut. Ihr seid zwei kleine Scheißer hier, ey. Wartet mal, ihr kriegt ein paar Weins rein, damit ihr klettern könnt. Warum könnt ihr so krass einen Zoo tatsächlich bauen aus den Tieren? Aber stell dir vor, du müsstest die alle wirklich... Wo ist Affe 2? Wieso ist der hier draußen? Hinloggen. Affen können klettern. Ich hab einen Nackenschoner. Hast du den gekillt? Nein, ich habe ihn aufgesetzt. Und der quietscht auf meinen Schultern. Oh, ist das süß.
Ich muss Glas herstellen. Ganz viel. Oh, der quietscht wirklich auf meinen Schultern. Kommst du wieder drauf? Du bleibst bei mir. Ey, ganz ein bisschen zückt. Ey, das ist putzig. Das sind wie die Affen aus Ark. Die kannst du ja auch auf den Schultern tragen. Ich glaube, da hatte ich auch noch nie so einen Affen. Oh. Was ich mich da angestellt habe, so ein Ding zu tamen. Oh ja. Ja. Bist du schon wieder runter? Du sollst draufbleiben, sage mal. Ich hoffe, dein Familienmitglied bleibt da drinnen. Legt euch mal bitte hin. Genau, schön liegen bleiben. Bis ich sage, ihr dürft wieder aufstehen. Oh je, holt euch ein Kissen, ihr dürft nie wieder aufstehen. Doch, doch, wenn Glas fertig ist. Oh, die sind voll putzig, ey. Quick, 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 quick. Macht's. Dann gehen wir nach dem Schwein. Vor allem, wie können die über Oak Fences rüberklettern? Das sind Affen. Ich hinterfrag's einfach nicht. So, wo haben wir meine Kiste voll Türen? Hier. Alter, diese Türenkiste bei mir. Das habe ich gehört, Darko. Was hast du gehört? Du hast gegähnt. Ah, das ist noch. Da ist noch nicht drin, dass ich mich muten soll. Na, ihr kleine Hosenscheißer. Nein, du bleibst die. Leg so. Ich will nur die Fackel setzen. Oh, voll die süßen Scheißerle. Vor allem der eine ist ja ein Boss-Scheißerle mit den Effekten. Das ist Speed-Effekt, glaube ich bloß. Nee, ist das Speed? Keine Ahnung. Ich glaube, dass das diese Mega-OP-Teile sind. Schade, dass der Effekt sich nicht auf mich überträgt. Geh mal rein. Würde es mal noch mehr lenken. Geh mal. Affe. Hallo. Dahin. Jetzt liegt der in der Luft. Das ist falsch mit den Äffchen. Es ist ein Schwebeeffekt. Das erklärt's. Kommst du mal hier runter? Sag mal! Wo ist er jetzt hin? Sag mal! Scheißele! Verzweifelt gerade. Die hauen einfach. Nein! Hinlegen. Die hauen durch eine Glaswand ab. Nee, die klettern da drüber über zwei Blöcke. Der, flie durch die der fliegt halt wirklich, ey. Und das ist ein Speed-Effekt. Das ist alles. Das ist Speed-Effekt, Stärke-Effekt. Das sind die OP-Dinger da. Hat ja ein gutes Spawn, ey. Oh, warum muss das so lange dauern? Welches Fahrzeug sollte ich mir jetzt eigentlich noch bauen? Ach, das ist egal. Ich habe einfach just for fun den Traktor gebaut und die anderen Autos. Also, wir können uns ja auch einfach geben, dann da drin. Für absolute Gleichheit. Jo. Für zu fliegen noch.
genug. Wo sind deine Scheiße? Da hier hinten, ne? Oder? Gibt's ja echt nur dieses hässliche Glas? Ich war mit Absicht das weiße Glas. Soll der da draußen sein? Ja, ja, die können ja gerade nicht abhauen. Okay. Ich habe die ruhig gestellt. Ich habe K.O.-Tropfen bekommen. Das ist aber auch nur der eine, der da ist. Nee, der andere ist gut versteckt. Wieso? Frag mich. Einfach nicht hinterfragen, warum der da oben ist. Der ist doch auf dem Bauch ein bisschen rumgerutscht. Was mach ich denn jetzt noch? Geld einzahlen, Handschuhe und Herzen verkaufen, genau. Hast du die Liste gemacht? Nö, ich tu mir das immer erst in die Kiste schmeißen. Ich sammle erst, bevor ich den Quark verkaufe. Wieder zwei Glas Wein. Oh, die drei müssen jetzt tatsächlich ausreichen dafür. So und so. Und jetzt kommt ihr Scheiß alle bitte wieder da rein. Und ihr bleibt da drinnen. Und sie nicht. Der erste ist drinnen. Drinnen. Und sie bleiben drin. Schön. Bananen kriegt ihr keiner. Hast du dem Mob, der bei uns an meiner Base wohnt, eigentlich einen Name-Tag gegeben? Weil der echt nicht despawnt. Ja. Hä? Was, Herr? Du hast ihn rausgelassen. Nein. Du hast den rausgelassen, der kommt schwöre, da nicht ich raus. Ich schwöre, ich hab den da nicht rausgelassen. Ich gehe jetzt mit dir weg. Sag ich doch. Aber immer erstmal mich beschuldigen, ja, ja klar. Ja. Bei mir liegt, steht da hier noch. Hä? Jetzt hat er sich gepaint. Jetzt liegt er auch und jetzt kommt er nicht mehr mit. Der ist, ich glaube, die sind wie Hunde, die verfolgen dich auf Schritt und Tritt, wenn sie nicht liegen. Oh Gott. Fliegen. Ich wollte Fliegen fangen. Der fährt einfach nicht, wenn ich mich reinsetze. Der startet nicht, gar nichts. Eigentlich fühlt sich das so an, wie, oder alles, was du gerade beschreibst, beschreibst du wie dieses Motorrad, wenn ich mich draufgesetzt habe. Als wäre der falsch abgeschlossen. Hast du da schon mit dem Schlüssel drauf gehört? Ich habe auf alle Autos, also auf alle Fahrzeuge mit dem Schlüssel drauf. Geht nicht an. Du hast jetzt aber auch keinen Sound, oder? Jetzt wäre der abgeschlossen. Ja, ich kann ja nochmal mit dem Schlüssel drauf klicken. Wo hab ich den denn? Offroader, Go-Kart, Dirtbike, Traktor. Key sexual bound a vehicle. Hä? Wow. Geht nicht. Woher siehst man eigentlich, dass der Treibstoff hat? Ab 54 von 15.000. Geht einfach nicht. Der ist kaputt. Nö. Alles deine Schuld. Weil normalerweise gibt es für den auch richtig Zubehör, wie zum Beispiel einen Flug oder so, wie bei LS halt, zum Bestellen. Ja, der klar, aber wenn der nicht mal startet, der Traktor muss ja auch so fahren können. Mhm. Keine Ahnung. Aber der Offroader startet auch nicht. Offroader? Oh, ich sitz. LOL, das sind englische Autos. Das Lenkrad ist auf der falschen Seite. Press Left, Shift, du irgendwas.
To dismount. Hä? Moin. Geil. Der startet auch nicht. Das Go-Kart wiederum startet, wenn ich mich reinsetze. Und ja, die Reifen drehen sich. Ja, die sind alle randvoll. Außer das Moped, damit bin ich ja schon rumgepäst. Sieht man ja oben. Hey, geil. Cool. Ich kann sogar da hinten drauf sitzen. Ey, da passen vier Mann rein. Aber das ist scheiße, dass der nicht funktioniert. Das ist wie der Traktor halt. Ja, wir haben Farmer mit Moped und Go-Kart. Passt doch. Ja, der dicke Brummi wäre, glaube ich, auch schwer für die Strecke. Also muss ich den Moped neu erstellen. Ja. Aber nee, ich kann ja eh mein Go-Kart nicht verwenden. Stimmt, du musst erstmal andere Sachen da verbauen. Oh, warum folgt mir da, so ein Pümmelklatscher? Was weiß ich. Der ist tot. Das ist immer wieder geil. Oh. Warum? Das ist, ich hab's zugemacht. Ich fall da halt auch jedes Mal drauf rein. Das ist immer wieder geil. Aber warte mal, du hast das Teil oben. Okay, ich muss nochmal schnell hoch zu dir. Diese Gitterstäbe sind so geil, die sind einfach total ausbruchsicher. Wenn du daraus einen Knast baust, dann ja, gut. Obwohl, ich weiß gar nicht, wenn man das nicht wüsste, würdest du doch niemals auf die Gitterstäbe zurennen und probieren, ob man da durch kann, als okay. Gefangener. Darko hat in der Bank 71.000. Boah, nicht, nicht mehr. Na, gleich nicht mehr. Da hast du recht. Warum? Ich kauf mal so 7 Betten, oder? Bau das nie nebeneinander auf. Auf den Markt kann ich zugreifen, auf die Bank nicht. Ich kann wirklich dort Sachen kaufen gerade. Ich bin immer noch im Markt drin, das ist dir bewusst. No? Ich hab dir noch mal geklickt. Oh, ist das geil. Ey, dein scheiß Elefantenfiener, das töte ich irgendwann. Was hat das denn jetzt schon wieder gemacht? Das hat mich gehittet, obwohl ich nichts mache. Ach so, das war ja der hier. Ey, der hat, setz dich mal drauf, der hat einen Sattel drauf. Ich kann ihn nicht steuern. Nee, der fällt die Leine dazu. Ich feier den hier. Nichts machen, bitte, bitte. Ich feier den Frosch so. Musst du dir mal angucken, wie das aussieht, wenn der ihn schnappen tut. Komm mal her, Frosch. Schnapp mich mal. Ich muss den Macht der irgendwas? Der spielt schon mit der Zunge hauen. Ey! Er zieht dich immer nur ran. Alter, der macht gut Damage. Aber eigentlich wollte ich dir das hier da lassen. Ohne wieder. Hä? Ich hab einen Schal. Hängt noch mehr von den Dingern? Warte mal, wie, du hast einen Schal? Ein Zahn. Ist der gerade auf dein Ei getreten? Ich sitze nur drauf. Ei, ey. Ich hab nichts gemacht.
Ihr doch durch deine bloße Anwesenheit! Und dein. Ne scheiß Mobs, ey! Warum? Hä, wieso hab ich jetzt beide Knochendinger wieder eingesammelt? Achso, nee, einen hab ich gekillt. Nee, ich hab beide hier drinne. Hier, ich hab hier einen Zahn. Warte. Ja, der, genau. Hier. Nur ein halber. Was, bei dir auch nur ein halber? Hä? Jetzt ist es weg. Ja. Wow, ist das buggy, ey. Einen Zahn habe ich auch schon, glaube ich. Nicht hier draußen. Hä? Kommst du? Hä? Komm zurück ins Ei! Hört aber auf zu hauen, Darko. Ich will ihn wieder einsperren. Warum? Darum. Mach mal die Tür auf. Warum? Weil du voll mal. Bleib mal so. Ich glaube, das Schwert müsste helfen. Echt jetzt? Geh runter. Ist das geil, ey. Du musst noch Kabel haben. Das liegt hier unten. Lust auf mir, die Kills zu klauen. Ich will nur mein Kabel wieder. Alter, du klaust mir die Kills. Und den Loot! Hallo? Klaut er mir den Loot und den Kabel? Alter! Du, den Loot hättest du wiederbekommen! Du klaust mir einfach! Also ich hab trotzdem noch zwei Kabel von dir. Vor allem, du klaust mir, oder ich zitiere, du klaust mir den Loot und den Kabel. Das war immerhin mein Kabel. Hä, den Kabel habe ich noch nicht gesagt, du klaust. Du hast Kabel ich gesagt. Ich habe gesagt, hör auf die Mobs zu klatschen, du klaust mir den Loot. Und den Kabel. Der Kabel ist mir das scheißegal. Ja, hast du aber gesagt. Der Kabel ja, ich liegt wollte schon ja nur hier. Den Kabel haben. Der liegt schon wieder hier. Kann dir vor allem jetzt nicht mal den Loot geben, den ich habe. Weil du mich ja eh gleich wieder abschießt. Genau. Im Übrigen, die Explosion tut mir nicht leid. War nur eine Granate, die macht kein Damage. Hast du Glück? Da ist der Loot. Wo sind die Geldsäcke? Da waren Geldsäcke dabei, Darko. Kannst du mit denen schauen? Ich hab echt keinen. Die müssen da noch rumliegen. Du hast dich ganz schnell zu dir nach Hause tippet. Weil du mich abgeschossen hast. Ich hab hier echt keinen Geldsack. Ich hatte aber wirklich keinen Geldsack. Ich weiß, dass da welche waren, aber ich hab den nicht aufgesammelt. Den musst du aufgesammelt haben. Scheiße, ich kann den nicht abbauen. Scheiße. Ja, bei mir hatte ich aber gerade den Abbau. Ja, der hat sich wieder hingesetzt. Also. Oh, Munition. Denk. Oh, die kann ich gut gebrauchen. Vor allem die Shells. Was ist los? Bist du wieder ins Loch geplumpst? Das war die Rache dafür.
Brauchst du Granatlauncher für den Mundi eigentlich? Den Granatlauncher? Granaten halt wahrscheinlich, oder? Ja, denke ich. Hab mit dem noch nie geschossen. Also müsstet ihr theoretisch keinen Bock damit machen, aber ich teste es nicht. Ich weiß gar nicht, hab bei mir gar keinen Granaten mehr. Ich kann ja mal gucken, ich glaube oben auf den Pedestals habe ich noch Granaten. Aber ja, zwei Stück. Eine grüne und eine blaue. Eine Grenade und eine Stun Grenade. Wo ist er denn? Da ist der Granatlauncher. Armotyp Grenades. Das teste ich jetzt mal. Vielleicht nicht gerade bei mir hier oben. Vor allem, ich habe das Nachladen gehört. Obwohl ich weit weg bin von dir. Nö, macht kein Damage. Okay, das Schleier halt bei mir. Ja doch, Damage macht er, mach mal. Ne, ich habe keinen Schuss mehr, ich hatte bloß die eine. Ah. Dass das Technik-Mod-Pack keine Probleme hat im Vergleich zu diesen Lecks hier. Das wird genauso Probleme bereiten. Es müsste aber ein Sky-Projekt tatsächlich sein. Es ist erstens ein Sky-Projekt, aber warum leckt das? Also ich weiß es nicht. Also hier kann ich es mir gut an den ganzen Mobs vorstellen und die immer gesperrt werden. Weil es ist ja wirklich komplett dauerhaft rot, die Konsole. Ja. Aber hier, mir wird die ganze Zeit Blobfische rausgehauen, dass sie irgendwo sterben. Das ist ja auch so ein Ding. Bei den Koordinaten ist halt immer nichts. Wüsste ich nie. Hab ich da nicht nachgeguckt. Da hab ich gesagt, geht man da halt hin und besiegt die Quelle. Das Problem ist, ich weiß ja nicht, ob das in der Overworld, im Nether oder im End ist. Also im Nether. Blobfische gibt's nur im Overworld. Nein, im End mittlerweile auch dank mir. Ich hab Wasser gesetzt, damit ich runter auf Höhe 0 komme wegen dem. Metall, was ich ins Void geschmissen habe. Und oh fuck, ich hätte eine Pause machen müssen vor 20 Minuten. Sehe ich gerade. Willst du wieder haben, das Meter, oder warum bist du da runter? Du musstest ein Void schmeißen, damit sich's verändert. Ich mache erstmal ganz kurz ein Poisten, ne? Ich habe vergessen, eins zu machen vor 20 Minuten.